Einen wunderschönen guten Tag hier aus Köln. Armut im Alter heißt das neue Buch, das ja ab heute auch im Handel erhältlich ist, von Herr Butterwegge. Wir kennen uns schon vom letzten Interview, Christoph Butterwegge und Gerd Bosbach. Hallo. Und wir haben vorhin festgestellt, nicht Bosbach. Ich bin kein Boss. Wie kommt man da drauf? Also was ist die Motivation, so ein Buch zu schreiben? Erstmal Herr Butterwegge. Ja, meine Motivation ist eigentlich einfach zu erklären. Ich habe mich seit jetzt fast 20 Jahren mit Armut beschäftigt und zunächst mich auch in Forschungsprojekten auseinandergesetzt und in mehreren Büchern mit der Armut von Kindern und Jugendlichen, weil die sind immer noch die Hauptbetroffenengruppe von Armut in der Bundesrepublik Deutschland. Aber ich habe festgestellt mit der Zeit, dass es so etwas gibt, was man ja eine Veränderung der Altersstruktur der Betroffenen nennen könnte. Früher war in der Armutsforschung die Rede von einer Infantilisierung, also einer Verjüngung, einer Verkinderung der Armut. Und ich spreche jetzt von einer Reseniorisierung der Armut. Und weil ich diesen Trend sehe, dass mehr ältere Menschen neben den Jungen auch betroffen sind von Armut, habe ich versucht, in diesem Buch zusammen mit anderen das Problem zu analysieren, das lange, lange Zeit bei uns tabuisiert war, worüber man nicht gesprochen hat. Und insofern ist es, glaube ich, ganz gut, dass nachdem Ursula von der Leyen ja das Thema Rentenschocktabelle in der Bild am Sonntag ausgerechnet aus parteitaktischen Gründen in die Öffentlichkeit getragen hat, nämlich um ihr Konzept der Zuschussrente durchzusetzen innerhalb der Union und der Koalition, dass dieses Thema in der Öffentlichkeit angekommen ist. Herr Bosbach, dass sich der Herr Butterwegge hauptsächlich mit düsteren Themen beschäftigt, ist ja schon bekannt. Was war Ihre Motivation? Naja, vom Wissenschaftlichen ähnlich. Ich bin über die Demografie gekommen. Also die demografische Entwicklung wird ja seit Anfang des Jahrtausends für alle möglichen Sozialabbausachen genutzt. Und ich habe halt als erfahrener Statistiker gemerkt, dass es benutzt wird, obwohl es gar nicht nötig wäre. Und habe darüber viel veröffentlicht. Und eine Sache, die ja ganz stark als Folgerung war, wir können die vielen Alten nicht mehr ernähren. Und das ist eine, könnte ich Ihnen nachweisen, Blödsinnsargumentation, die aber leider halt in allen Medien zu finden ist. Und deshalb habe ich mich halt mit dem Thema Altersarmut von wissenschaftlicher Seite beschäftigt und von der sozialen Einstellung, aber ich denke, da ist der Christoph auch nicht anders, uns tut das weh. Ich steige am Kölner Hauptbahnhof täglich um und ich sehe da, wo früher mal ein Flaschensammler in der ganzen Zeit an mir vorbeigegangen ist, sehe ich heute am Bahnsteig drei Flaschensammler. Und ich sehe vereinzelt die Leute, die tatsächlich aus dem Papierkorb was zu essen noch rausholen und das weiter essen. Und das tut mir weh und wenn ich was dagegen bewegen kann, dann setze ich mich dafür ein. Als ich beim letzten Interview das angekündigt hatte, hat der Herr Müller-Fock gesagt, ach du meine Güte, der Butterwegge. Es gibt sicher Leute, die der Meinung sind, dass sie das Land wieder schlecht reden wollen. Ist das so, dass Sie Einzelfälle jetzt aufbauschen oder wie kann man das anhand von Zahlen festmachen? Und anhand? Ja, für die Zahlen ist der Gerd Bosbach zuständig, aber ansonsten dieser Topos, man gilt als Nestbeschmutzer, wenn man soziale Probleme aufgreift, wenn man Risiken benennt, wenn man die Schattenseiten auch des modernen Kapitalismus und Finanzkapitalismus abbildet. Dieses Modell und dieses Denkmuster, das ist in Deutschland weit verbreitet. Und ich glaube, es hat was zu tun mit einem ausgeprägten Nationalismus in Deutschland. Man wollte immer zur Großmacht, zur Weltmacht werden und man sollte immer, indem man eben einen Platz an der Sonne suchte, den erkämpfen, indem man möglichst die Schattenseiten verschwieg. Und ich bin der Meinung, nein, man muss die Realität so sehen und abbilden, wie sie ist. Und man darf auf gar keinen Fall so tun, als gäbe es Probleme wie Armut, wie Rechtsextremismus und wie die Probleme nicht, mit denen ich mich sonst beschäftige. Wie schauen die Zahlen aus? Da will ich erstmal, komme ich gleich drauf. Wir wollen das Land besser machen. Wenn unsere Vorschläge ansatzweise umgesetzt werden, wird es weniger Armut, weniger Leute geben, die halt im Müll was raussuchen müssen. Wir machen das Land besser und nicht schlechter, indem wir halt zeigen, was ist.
Und die Zahlen sind eindeutig halt. Alle Armutsmessungen kommen dazu, dass halt auch die Alten mittlerweile bei 13-15% Armutsquote angekommen sind. Es gibt nur eine Gruppe, die noch höher ist in Deutschland. Das sind die Kinder und Jugendlichen. Die liegen bei um die 20%. Aber den Rest haben die Alten schon erreicht. Und die Folgerungen aus den jetzig geltenden Regeln zur Rente, zum Arbeitsmarkt, sind eindeutig, dass der Anteil der Alten, die arm sind, deutlich erhöhen wird, wenn es da keine Umkehr gibt zu einer besseren Gesellschaft. Sie sagen, wenn unsere Vorschläge umgesetzt werden, also ist da noch eine Anleitung mit drin, wie wir das besser machen können? Ja, es sind jede Menge Vorschläge, die da unterbreitet werden. Und ich glaube, daran fehlt es an überzeugenden Konzepten, die auch durchgesetzt werden. Die Bundesregierung bringt Armuts- und Reichtumsberichte heraus, zieht aber aus der Tatsache, die dort beschrieben wird, nämlich Konzentration des Reichtums auf der einen Seite und Ausbreitung der Armut zum Teil bis in die Mitte der Gesellschaft hinein, überhaupt keine Konsequenzen. Was man macht, ist mit beispielsweise solchen Konzepten wie der Zuschussrente im Grunde Flickschusterei und Augenwischerei betreibt man. Und wir wollen ernsthaft natürlich heran an Umverteilung von oben nach unten. Denn es gibt ja nicht nur alte Menschen, die arm sind, sondern es gibt auch unvorstellbar reiche alte Menschen. Gerade unter den Älteren sind auch diejenigen verbreitet, die große Vermögen angehäuft haben. Und da umzuverteilen, das bedarf natürlich politischen Drucks, aber das bedarf natürlich auch solcher Analysen, solcher Bücher. Das bedarf der Vorträge und der Aufklärung von Menschen darüber. Und ich glaube, das ist so das, was uns im Wesentlichen antreibt. Ich glaube, da sind wir sehr erfolgreich, weil wir haben nämlich aus den Parteien SPD, Grüne, Linke, vom DGB, von der IG Metall, vom Sozialverband Deutschlands Vorschläge bekommen, die quasi in die gleiche Richtung gehen und die auch tatsächlich umsetzbar sind. SPD, Grüne und Linke höre ich daraus. Also ich kann mich. Ja, die rentenpolitischen Sprecher dieser drei Parteien, die ja leider aus meiner Sicht selten zusammenarbeiten, haben sich hier in dem Band zusammengetan, hatten auch keine Berührungsängste miteinander. Die Übereinstimmung zwischen den Fachleuten in den Parteien zu Fragen zum Beispiel des ständigen Kürzens und der Renten, des Absenkens des Rentenniveaus, die Vorschläge, dies aufzuhalten oder gegenzusteuern, sind gar nicht so weit voneinander entfernt. Aber natürlich, die Parteiführung, die haben dann, zumindest was die SPD und Bündnis 90 Die Grüne angeht, ein großes Bedürfnis nach Abgrenzung und kommen nicht dazu, gemeinsam beispielsweise das Konzept der solidarischen Bürgerversicherung zu vertreten und voranzutreiben, sondern man kämpft eher gegeneinander als miteinander. Das halten wir für falsch. Ein Bestreben war natürlich, einen Sammelband zu machen, wo wir ganz unterschiedliche Kräfte versammeln mit ihren Vorschlägen. Und das ist, glaube ich, uns ganz gut gelungen. Ja, und dann diese Kombination, Wissenschaftler analysieren das wissenschaftlich und Vertreter von Organisationen und Parteien ziehen daraus die richtigen Schlussfolgerungen. Ich glaube, das ist eine der Hauptstärken dieses Buches. Sie kennen ja Deutschland jetzt seit Jahrzehnten und vor allem das politische Deutschland. Wie viel Impulskraft kann denn so ein Buch haben? Oder was würden Sie sich wünschen? Ja, man darf das nicht überschätzen. Ein Buch bewegt jetzt nicht viel, es sei denn, es wird so ein Bestseller, was bei uns wahrscheinlich leider eher nicht der Fall ist, wie bei Thilo Sarrazin oder auch bei Peer Steinbrück. Aber man muss sehen, politische Veränderungen und gesellschaftliche Reformen, die brauchen einen langen Atem und es kommt darauf an, sich zumindest an die Arbeit zu machen. Und wir werden damit, das haben wir aber auch nicht, diese Illusion, werden wir sicher nicht die Welt jetzt zum... Sei nicht so pessimistisch, Christoph. Ich bin nicht pessimistisch, realistisch und ich bin Samstag optimistisch. Ich habe Samstag bei der IGBAU in Bielefeld geredet. Und alleine diese Argumentation, dass es das gibt, hat den Leuten Kraft gegeben. Und was können wir mehr erreichen als 10, 20, 25.000? So viel werden sie nicht kaufen, aber sie werden wissen, dass es dieses Buch gibt und dass dieses Buch gemeinsam diese Kraft ausstrahlt und die dann in Bewegung. Ich habe Mails bekommen nach dem Motto, es lohnt sich wieder, nach dem, was sie erklärt haben. Das können wir erreichen. Ja, und das halte ich eigentlich für das Wichtigste. Also, dass die Menschen sehen, es macht keinen Sinn zu resignieren, sondern man muss sich wehren. Und ich habe auch den Eindruck, dass viele Ältere
diesen Gedanken aufgreifen, sich zusammenschließen, sich auch in Formen, die zum Teil sicher karitativer Art sind, zum Teil aber auch durchaus politischer Natur, sich engagieren. Und genau das wollen wir bewirken. Und wenn wir da einiges bewegen, dann bin ich zumindest auch schon zufrieden.